Hallo und herzlich willkommen zu diesem Heilfrequenz-Podcast. Mein Name ist Karin und ich arbeite als ganzheitlicher Coach und spirituelle Trainerin. In meinen Kursen und Coachings geht es darum, wie du wieder gesund oder gesünder wirst, deinen Wohlfühlkörper kreierst, liebevolle Beziehungen lebst und wie du mehr Erfolg und Freude mit Geld haben kannst. Heute will ich dir eine unglaublich kraftvolle, aber dennoch ganz einfache und spielerische Übung mitgeben, wie du mit Freude und Leichtigkeit sehr schnell all das in dein Energiefeld ziehst. Kennst du das? Wir wissen alle, was man für mehr Gesundheit, einen schlanken Körper, bessere Beziehungen und so weiter alles tun kann und auch sollte. Aber häufig spießt es genau hier, denn irgendwie fühlt es sich eng an. Da tauchen so viele Ich sollte, Ich müsste auf. Genau zu diesem Thema von müssen und sollen verlinke ich dir gleich hier oberhalb und auch am Ende dieses Videos einen großartigen, bewusstseinserweiternden Beitrag von Louise Hay, um einfach mal zu erkennen, welche fatale Wirkung diese Wörter energetisch in uns auslösen. Ja, und auch wenn wir uns die positive Veränderung doch so sehr wünschen, so ist es dennoch oft unbewusst von vornherein ein eher freudloser, sich mühsam anfühlender Prozess. Oft auch zeitintensiv und das schmälert dann sofort unsere Energie. Vor allem die Energie des Dranbleiben-Könnens und des Dranbleiben-Wollens. Dann wundern wir uns zum Beispiel, warum wir uns so bemühen, so viel dafür tun, so viel Zeit dafür aufwenden und dennoch fühlt es sich lähmend an. Oft hören wir dann einfach mittendrin auf, meistens genau dann, sobald ein kleiner Wind im Außen aufkommt, irgendeine unangenehme Sache auftaucht, die unsere ganze Energie in diesem Moment fordert. Und schon driften wir viel leichter ab von unseren Zielen und übrig bleibt dann oft nur das schlechte Gewissen. Wie du diese Sachen einlädst, endlich zu dir zu kommen, ohne dass du ihnen ständig hinterherrennen musst, das zeige ich dir mit dieser grenzgenialen Übung. Als erstes strecke bitte beide Hände nach oben, so als würdest du dich in das Feld der Fülle, das Feld deiner Wünsche einklinken. Wie in eine Steckdose reinstecken sozusagen mit deinen Fingern. Das ist dann das Zeichen für deinen Körper, dass du diese Energie jetzt anzapfst. Sie beginnt auch sofort zu fließen, nur durch deine Absicht. Fühle mal kurz hinein, ob du etwas wahrnimmst. Auch wenn nicht, es ist völlig egal, es funktioniert trotzdem. Diese universellen Energien mit all den Möglichkeiten. Deshalb schließe auch gern die Augen und stell dir Folgendes vor. Du fängst nun an zu leuchten. Du fängst an zu leuchten, so mit einem großen goldenen Licht, das sich aus deinem Herzen ausbreitet. Und egal, was da jetzt ist an negativen Gefühlen oder Gedanken, dieses goldene Leuchten breitet sich darüber hinaus aus. Und es strahlt nach oben aus, es geht in deinen Hals, in deinen Kopf hinein. Dann erfüllt dieses goldene Licht deine Arme, fließt bis in die Hände und nach unten durch den ganzen Körper, durch die Beine hinab bis in die Füße hinein. Du leuchtest und bist komplett golden. Du kannst nun gerne die Hände wieder herunternehmen, sie gemütlich auf deinen Oberschenkeln ablegen, die Verbindung mit deinem Feld der Wünsche, mit dem allgemeinen universellen Feld der Fülle ist nun aktiviert. Du bleibst weiter eingesteckt. Und nun sehe, wie du leuchtest, wie du komplett golden dich weiter und weiter ausdehnst. Wie du dich über deinen Körper hinaus mit diesem Licht ausdehnst. Fühle dieses Gold, sehe dieses Gold. Wie spürt es sich an, so zu leuchten?
Und plötzlich nimmst du wahr, dass dieses goldene Licht total anziehend ist, wie ein Magnet, und zwar für all die Sachen, die du haben möchtest in deinem Leben. Nimm mal wahr, wie sich plötzlich Dinge auf dich zubewegen, die du schon immer haben wolltest. Wie zum Beispiel wunderbare Gespräche mit wundervollen, wertschätzenden Menschen, mit Gleichgesinnten, mit gleichschwingenden Gesprächspartnern. Beobachte, wie sich liebevoll sprechende Menschen auf dich zubewegen, wie du so ein goldener Magnet bist, der stärkste und größte aller Magnete, der es dir ermöglicht, das anzuziehen, was du dir wünschst. Und diese Menschen zum Beispiel, diese nährenden Gespräche, bewegen sich weiter auf dich zu. Dann kommt dir eine liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe entgegen. Voller Lebendigkeit, voller Liebe, sei es dein jetziger Partner oder du siehst einen neuen Partner auf dich zukommen. Diese für dich beste Beziehung bewegt sich nun auch auf dich zu. Und auch dieser starke Körper, der frei von Schmerzen ist, der gesund ist, vital, der plötzlich wieder alles kann, auch er bewegt sich auf dich zu. Dieser schöne, gesunde, energiegeladene Wohlfühlkörper ist für dich bestimmt und er geht freudvoll auf dich zu. Du siehst dich also in deiner besten Version auf dich zukommen. Genauso, wie du dich mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit, mit deinem Aussehen wohlfühlen würdest, sofern das jetzt gerade nicht der Fall ist. Bedenke, dass jetzt, während du diese Übung machst, sich dein ganzer Körper neu ausrichtet auf all das Neue, das du jetzt integrieren möchtest. Bis ins Zellsystem hinein, bis zum Ursprung aller Zellen, wird jetzt neu umstrukturiert. Und je öfter du diese Übung machst, desto schneller kommt alles zu dir. Und schau auch mal, wie viel Geld hättest du denn gerne? Denn auch das bewegt sich jetzt auf dich zu. Dieses Gefühl der Leichtigkeit, der Möglichkeiten, der Unabhängigkeit und der Freiheit und der Spaß mit Geld, den du plötzlich hast. Und welche wundervolle Beziehung du zu deinem Geld aufgebaut hast, eine Art freundschaftliche Beziehung, denn auch das Geld ist wie eine Art Energiewesen, das wir entweder in unser Leben ziehen, weil es gerne bei uns sein möchte, oder dass wir auf eine Art und Weise natürlich auch von uns wegstoßen können. Und nun drehe dich auch mal nach hinten und erkenne dein Strahlen auch nach hinten. Und du siehst, wie auch von hinten all das auf dich zuströmt, was du dir wünschst. Von allen Seiten rundherum bist du nun umgeben mit all dem, was zu dir kommen möchte, was die ganze Zeit schon bei dir anklopft, aber bisher vielleicht nicht gesehen wurde, nicht wertgeschätzt wurde. Und nun ist es an der Zeit. Es geht um deinen Empfangsmodus, es geht darum, das Licht aufzudrehen, um endlich ins Empfangen zu kommen für all deine Wünsche und Ziele. Du bist dieser riesige Magnet und all das Geld, das du dir wünschst, fließt nun weiter auf dich zu. Auch all die wunderbaren Menschen, mit denen du so gern verbunden sein möchtest. Und auch all die Menschen, die dich feiern, die
es so besonders und wunderbar finden, wie du dein Leben verändert hast, die von dir lernen möchten, die dich fragen, wie du das alles gedreht hast, wie du plötzlich diese wundervolle Beziehung lebst, die du hast, wie du diese finanzielle Leichtigkeit in dein Leben integrieren konntest und diese Gesundheit, diese Ausstrahlung, diese Schönheit, die du nun in die Welt hinausbringst. Alle sind begeistert und alle feiern dich dafür. Es sind nicht mehr diese Menschen, die in irgendeiner Form neiderfüllt sind, die es dir nicht gönnen, die fragen, was hast du denn da gemacht, die irgendwie nicht an dich glauben. Mit diesen Menschen wirst du immer weniger und weniger zu tun haben. Denn dieser frei gewordene Platz wird gefüllt mit all den gleichschwingenden Menschen, die dich bereichern, die dich weiterbringen, wo der Austausch nährend ist. Fühle dich hinein in dieses neue Programm der Gesundheit, Vitalität, der Freude und Leichtigkeit, der gleichgesinnten Menschen, der wertschätzenden Beziehungen, der Heilung, die du selbst bist, und die Freude und Leichtigkeit mit der Fülle. All das bewegt sich weiterhin auf dich zu. Es kommt ganz von alleine, es ist nicht anstrengend und beschwerlich. Und solltest du jetzt irgendwo bemerken, dass dennoch irgendeine Sache nicht ganz so einfach an dich herankommen kann, dann sag einfach, alles, was dem entgegensteht, dass sich diese Sache auf mich zubewegen kann und ich sie freudvoll empfangen kann, all diese Blockaden und Muster, die hier dazwischen sind, müssen jetzt gehen. Und die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit und folgt deinem Befehl. Und all das bewegt sich noch weiter auf dich zu. Schau dich um, dreh dich und erkenne plötzlich Wünsche, die du sonst auch noch hast. Sei ganz unverschämt. Wünsche, die dich vielleicht schon ein Leben lang begleiten, die aber vielleicht nicht so wichtig erscheinen. Alle Wünsche sind wichtig, sonst hättest du sie nicht. Es können auch materielle Wünsche sein. Alles kommt nun auf dich zu. Plötzlich tauchen aus allen Ecken all die großen und kleinen zusätzlichen Wünsche auf, die schon längst in deinem Feld angelegt sind. Alles fühlt sich von dir so magnetisch angezogen, von deinem Strahlen. Es ist einfach unglaublich. Es geht ganz von alleine. All die Überraschungen, die sich plötzlich noch zeigen, sie wollen sich ebenso auf dich zubewegen. Du bist der goldene Magnet und du bist immer für diese wunderbaren Dinge empfangsbereit. Drehe jetzt dein Leuchten nochmal weiter auf, es geht noch mehr. Und du wirst nochmal heller und heller und heller. Es wird immer besser. Alles bewegt sich weiterhin auf dich zu. Auch die Liebe zu dir selbst kommt nun, weil du immer besser und offener im Annehmen wirst. Und so kannst du dich nun auch selbst besser empfangen. In Form von schönen Farben, die auf dich zukommen, in Form von Herzen, von Blumenblüten oder auch vielleicht in Form von vielen Menschen, die dich wertschätzen, dich lieben, so wie du bist. Stell es dir nun einfach genauso vor, wie es für dich stimmig ist, deine Selbstliebe zu empfangen, die du auch magnetisch an dich heranziehst. Alles bewegt sich auf dich zu und du merkst plötzlich, dass es so einfach ist, dass es so viel leichter ist, wenn sich die Sachen auf mich selbst zubewegen, wenn ich diesen ganzen Dingen nicht mehr hinterherlaufen muss, denn sie bewegen sich automatisch auf mich zu. Genieße dieses Empfangen,
dieses annehmen können und wertschätze dich dafür, dass du das kannst. Lege nun beide Hände auf dein Herz und gib dir somit eine eigene Umarmung. Sage dir, ich darf das alles empfangen, ich darf alles haben, was zu mir möchte. Und das alles darf kommen. Ich gebe mir die absolute Erlaubnis, all das auch wirklich so anzunehmen. Und mach jetzt nochmal zur Sicherheit alle Mauern, alle Blockaden, die dich umgeben, runter. Fahre diese Begrenzung quasi in den Fußboden hinunter. Diese Mauer, diese Blockaden bestehen aus all deinen Erfahrungen, aus all deinen Mustern und Glaubenssätzen, die du dir im Laufe deines Lebens aufgebaut hast und die dich immer wieder ein Stück weit davon abgehalten haben, die Beziehung mit Menschen, die Beziehung mit Geld, die Beziehung mit deiner Gesundheit zu leben und zu empfangen, so wie du es dir gewünscht hast. Vielleicht merkst du nun, dass noch alles schneller zu dir kommt, dass deine magnetische Ausstrahlung all die Dinge nun noch viel heftiger anzieht. Alles bewegt sich auf dich zu, alles rollt auf dich zu und es darf so leicht sein. Es ist so wundervoll, hier zuzuschauen und zu sehen, wie du komplett auf Empfang ausgerichtet bist. Ist das nicht wunderschön? Dieses Empfangen können macht dich zu einer so unglaublich besonderen Person. Du bist es dir nun wert, all das zu haben und zu leben, das das Universum für dich vorgesehen hat. Erlaube dir noch so viel mehr zu empfangen und übe diesen Prozess so oft wie möglich. Denn wir tun uns oft so schwer mit dem Annehmen. Und dabei ist es die essentiellste Grundlage für das Erreichen unserer Ziele und Wünsche. Und nun sage Danke zu dir selbst. Danke, dass ich das hier jetzt mitmache und dass ich es mir wert bin, diesen leichten, freudvollen, magischen Weg zu gehen für mich und für meine Ziele. Und dann komme langsam wieder zurück. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Bewege Hände und Füße. Und spüre noch kurz nach, wie erfüllt du bist und wie leicht es sich anfühlt, weil im Hintergrund gerade alles umprogrammiert wird und alles für dich läuft. Mache diese Übung am besten täglich, um immer in dieser Schwingung, in diesem Energiefeld der Fülle zu bleiben. Und du wirst ganz schnell von Mal zu Mal spüren, wie du immer mehr Begeisterung, mehr Lebendigkeit und Euphorie in dein Leben ziehst. All das wird beginnen, plötzlich einen ganz fixen Platz in deinem Leben einzunehmen. Und so wird es spielerisch und leicht. Wenn dir diese Übung, diese Meditation hilft und gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen hoch und auch darüber, wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keinen weiteren Beitrag mehr zu verpassen. Ich wünsche dir unendlich viele Wunder und Magie, die du nun täglich in dein Leben holen kannst. Alles Liebe, deine Karin.